Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem kleinen Zwischendurch-Video. Wie gesagt, das mit dem letzten Mal, Kenji hat mir schon wieder den System platzen lassen. Ich merke es immer noch in der Frontanelle. Das ist zu kompliziert für mein Hirn einfach. Deswegen habe ich gedacht, wir machen heute was Gemütliches, was Entspanntes. Hausflipper und Gartenflipper. Ich habe es mir jetzt auch mal besorgt, habe schon ein bisschen gespielt. Ihr seht es, 81.000. Das hier ist auch nicht nur eine schäbige Hütte. Es ist ein Luxus-Apartment. Bisschen eng hier zwar, aber ups. Wenn man sich in die Ecke stellt, kommt man auch ins Bad. Mit Heizung, mit einem schönen Klo, mit einer Dusche und meinem Waschbecken. Wir haben hier unseren Rechner, einen extra Bildschirm, ein bisschen eine kleine Mini-Küche und natürlich unsere Bettcouch. Ich habe hier auch unseren Garten gemäht. Er ist wunderschön. Und ich würde sagen, wir schauen einfach mal, welchen Leuten wir heute helfen können. Welche Leute heute unsere technischen Fähigkeiten brauchen in House Flippers. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir einfach in unseren Laptop rein und checken mal unsere Mails ab. Hausrenovierung, Hausstreichen. Ich benötige dringend Hilfe, da ich keine Ahnung habe. Dafür sind ja wir hier, ne? Also, Kindergarten, einige Grundschule, also sie will sich, ich lese mir das nicht ewig durch, aber ich glaube, sie will eine Art Kindergarten erschaffen. Und da Kinder unsere Zukunft sind, ne, machen wir das jetzt auch. Wir bauen den kleinen Rackern einen Kindergarten. Akzeptieren. Ab geht's. Die Frage ist, was wir alles zu tun haben werden. Oh, schön. Meine Maus will gerade nicht links und rechts. Okay. Garten haben wir wahrscheinlich nichts zu tun. Ich finde es schade, dass es nicht die Kombination gibt, dass du mit Garten und Haus gleichzeitig arbeiten musst. Eieiei, ich sehe schon. Eieieiei, hier liegt schon wieder Dreck am Boden und ganz viel Dosen. Ja, hier mal gleich mal den ersten Gang sauber. Ich würde sagen, wir arbeiten uns einfach von Zimmer zu Zimmer fort. Sogar mit Pinnanlage, cool. Wir holen mal unseren epischen Mob raus. Ich habe nicht voll abgelevelt in dem Bereich, dass du siehst, wo der ganze Dreck ist. Aber das schaut ja hier gar nicht mal so schlimm aus. Jetzt holen wir mal schnell die Hand raus. So, streichen und Bodenfliesen legen, Keramikfliese orange. Und dann suchen wir mal nach... Ups. Bodenfliesen. Keramikfliese orange. Keramikfliese orange. Klick. Oh. Ups. Das hat keiner gesehen. Machen wir nachher wieder richtig. Ups. Okay, gehen wir schnell. Passt schon. Keramikfliesen orange wurden gelegt und sie will einen. Und samt weicher Pfirsich oder heller Pfirsich. Ja, gehen wir mal Pfirsich ein. Starren wir es doch. Pfirsich. Ich bin eher für das Dunklere. Das hat. Passt natürlich auch. Obwohl, ne, wir nehmen den hellen. Komm, kaufen wir mal viele. So. Okay, wo ist unser Pinsel? Klick, klack und ab geht die Fahrt. Das geht jetzt auch relativ rasant, die schönen Wände hier zu streichen. Schauen wir mal, ob wir heute auch was upgraden können wieder von meinen Fähigkeiten des Malers. Komm, hopp drüber schnell. Klick, klack. Farbe an die Wand. So schaut das doch gut aus. So schaut das lecker aus. Schauen wir mal, jetzt machen wir hier richtig schön Wände. Bunt. Ich glaube, ich hätte in die Geschwindigkeit teilweise doch ein bisschen investieren sollen. Ich habe immer in Verbrauch so ein bisschen investiert. Und halt drauf, dass du auch nicht die Wände, die du schon gemalt hast, nochmal übermalst. Weil ich bin so der Hiopai, der schafft es am Ende, dass ich die ganze Farbe doppelt dran anbringe. Klack. Nochmal ein bisschen was. Hier nach vorne, so. Machen wir mal das Ganze hier. Oh Gott. Das
dauert schon eine Zeit, ne? Aber es geht schon. Wir sind Profis. Wir haben kein Problem damit, Farbe an die Wand zu malen. Zap. Oh, schaut euch an, wie schön dieses Zimmer schon ist. Es ist wahrlich eine Pracht. Die Kinder werden sich im Gang allein schon wohlfühlen und wollen den Gang gar nicht mehr verlassen. Ah. Schön. Ich muss mal ehrlich sagen, ich finde das Spiel, ich habe am Anfang echt immer gedacht, warum spielt man das? Zum Zuschauen war es witzig, wenn halt man das Komödiant gemacht hat, wie so ein alter Opa, der hier gerade Häuser ausräumt oder so, keine Ahnung. Aber jetzt habe ich es selber mir mal geholt und habe mir gedacht, das ist wie Farming Simulator mit meinen Freunden damals. Die gesagt haben, ah, Farming Simulator, das ist kein, macht keinen Spaß. Und dann habe ich denen das Spiel einfach zum Geburtstag gekauft. Ich dachte, jo, jetzt hast du es, jetzt spielst du es mal mit mir eine Runde. Und danach waren sie voll gehypt und wir hatten den übelsten Spaß. Es ist genauso. Du denkst, warum soll ich das in dem Spiel machen, wenn ich es in echt sicherlich auch mal machen muss? Es macht einfach fucking Spaß. Deswegen. So, okay, ich würde mal sagen, der erste Raum ist fertig. Dann gehen wir mal in die Küche. Ei, 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 was habt's denn hier angestellt? Der schaut ja so einer richtigen Junggesellenparty aus hier. Mit den ganzen Pizzadingern da am Boden und Vitamin C oder was das auch immer sein soll. Oh, Kakerlaken haben wir jetzt auch noch im Haus. Ach du heilige Scheiße. So. Zerstöre Kakerlakennest. Was, es gibt zwei? Ich habe ein Kakerlakennest übersehen. Ah, das sind wahrscheinlich die beiden hier. Okay, ja. Kein Problem. Staubsauger an. Einfach zickzack. Beide Kakerlakenfeste. Netz jetzt mal weg. Jetzt machen wir mal ganz geschwind hier das Fenster sauber. Klick, schrack. Hier nach unten, hier nach drüben. Sauberes Fenster haben wir. Oh Gott, die wollen Wandfliesen. Reinige Beschmutzungen und räume Müll auf. Wo habe ich denn noch Müll übersehen? Also die Frage ist eher, was ist bei denen im Auge noch Müll? Das ist ja eher die Frage. Aber wir machen jetzt mal sauber, dann sehen wir den Müll höchstwahrscheinlich noch. So, einmal. Oh Gott, das haben sie ja. Selbst die Becher sind dreckig. Ja, das muss alles blitzblank hier werden. So. Wenn man echt so einfach putzen könnte, ne? Ich würde jeden Tag putzen, weil es einfach witzig ist. Der sagt mir, hier wäre Müll. Ah, habe ich euch, Stravina, hier. Du kommst mal hier hin. Scheiß drauf, das bauen wir wieder ein. Zack, so. Und da ist auch noch eine Dose. Weg ist das Ding. Also du willst hier als Boden Keramikfliesen grün. Okay. Fußboden. Bodenfliesen. Keramikfliesen grün. Wenn der Chef das so will, dann kriegt der Chef das auch. Klick. So. Okay, dann. Jetzt kommt der spannende Part, den ich für euch wahrscheinlich wieder überfliegen werde. Und zwar die Wandfliesen legen, weil die dauern ewig. Und wenn ich meine ewig, dann meine ich echt ewig. Also ewig, ewig. Und das kann eine halbe Ewigkeit dauern. Wir suchen jetzt mal Keramikfliesen grün und Keramikfliesen grau. Du willst grünen Boden und grünen Wand. Keramikfliesen graues Quadrat. Genauso machen wir das jetzt. Graues Quadrat. Da, das da brauchen wir. Kaufen viele. Die legen wir jetzt mal hier auf den Tisch. Ich glaube, drei Paletten sollten ja fürs Erste reichen, oder? So. Bedeutet, das, was ihr jetzt seht, ist ein Schnelldurchlauf, wie ich hier dieses Zimmer mache.
So, geschafft. Ich weiß jetzt nicht, wie lange es gedauert hat. Ihr könnt ja auf die Zeit gucken. Ah, nee, könnt ihr nicht, da ist meine Facecam drüber. Wir haben das Zimmer jetzt auch fertig und ich habe das Zimmer davor vergessen. Das wird jetzt noch ein Spaß. Einmal hier schnell. Oh Gott, warum müssen da so viele Dosen liegen, ey? Das sind heutzutage Plastikflaschen. Okay, zwei Stehregale müssen weg. Okay. Streiche die Farbe Birne und Sonnengelb. Reinige die Verschmutzung und Fenster reinigen. Soll ich den Boden nicht nochmal vielleicht ein bisschen überarbeiten? Da habe ich eventuell ein paar Fehler gemacht. Wo ist unser Wischmob 3000? So schlimm schaut das Zimmer ja gar nicht von innen aus, ne? Das ist ja das Witzige eigentlich. Da oben in die Ecke oder unten in die Ecke. Klack, einmal drüber. So. Außenrum noch. So, sauber ist das Fenster. So, ich werde mich mal kurz um den Parkett kümmern. Das mache ich jetzt von meiner freiwilligen Seite aus. Parkett. Kaufe viele. Oh, ich glaube, ich kann noch nicht Fliesen. Boden legen, warte mal. Hier, nee, Fußboden. Laminat Innenausstatter. Du kriegst von mir jetzt das da mal als Boden rein hier. Ja, das schaut doch viel besser aus. Und mit einer hellen Wand zusammen schaut das bestimmt richtig schick aus. Was willst denn du da jetzt? Gegenstand anbringen, Sofa, Granate. Erstmal tun wir hier Farbe reife Birne oder Sonnengelb. Okay. Was ist denn Sonnengelb? Sonnengelb. Wand. Ja, das geht doch. Da kommen wir zwei sicherlich aus. Sagte er und versagte. Das geht ja eh relativ flott. So, hier einmal schnell die Stelle, dann hier einmal oben lang. Ich muss die Dose mit Farbe füllen. So, einmal hier die Ecke ausmalen. Dann haben wir ja schon mal die erste Wand fertig. Ich glaube, man müsste erstmal hier wirklich die Wand grundreinigen, so wie das ausschaut. Also, wenn man es jetzt in echt machen würde, weil was da für Dreck drunter liegt. Leck mich am Arsch. Die Wand fällt jedoch nach kurzer Zeit wieder ab. So, ganz gemütlich. Aber das war ja noch nicht mal die Hälfte, ne, von den Aufgaben. Das ist... Eine sehr spezielle... Chefin, würde ich mal sagen, hier, oder die hier halt will, dass wir das Ganze machen. Ich will mir unbedingt mal ein Haus kaufen und alle Wände rausreißen. Wirklich alle, die es in der Bude gibt. Und dann wirklich alles neu einbauen, neu einrichten und hin und her. Und Raum ist fertig. Zum Beispiel die beiden verkaufen, weil die brauchen wir jetzt hier gerade nicht mehr. So, du willst Sofa. Du willst ein Sofa, okay. Sofa. Grenande, da haben wir es doch. Ja, so ein schönes Rot. Ja, genau. Wir setzen uns gegen die Wand. Perfekt. Anbring 8x Schuhregal. Im Ernst? Schuhregal. Ich hoffe mal, dass die jetzt das meint. Ansonsten bin ich jetzt gefickt. Nee, ist schon, dass das meint. Kann ich die aufeinander stapeln und warum stehen die immer? Warum? Alter, immer noch drei. What? Ja, dann kommt halt hier noch eins in die Ecke hin. Und vor die Heizung kommt noch eins. So.
zweimal Schreibtafel. Warum will die das alles in das eine Zimmer rein? Schreibtafel. Kaufen viele. So, die kommen jetzt einfach hier drüber. Da können die Kinder malen. 16 mal Kleiderhaken. Die hat echt einen Vogel. Kleiderhaken. Kaufen viele. Die kommen da drüber. 1, 2. Richten Sie sich selber aus. So. Er schaut echt, als ob ein Kleinkind das gemacht hätte. Hui, Wellen. Also, warte mal. Das Zimmer ist jetzt auch fertig. Die Wohnung ist aber auch extrem groß. Wagen wir uns mal an eins der größten Zimmer ran. Heiliger Strohsack. Ach Gott, der Hee. Dann lass uns einfach das Wasser auslaufen. Was ist denn das für ein Haushalt? So zugeschraubt. Hier noch Müll rumliegen, irgendwo sicher. Und den scheiß Stuhl hier weg. Zack. Ich hab euch schon gesehen hier da unten. Dann reinigen wir mal hier. Einmal hier drüber. Alter, das kann man doch eh alles wegschmeißen. Ist doch alles eh nimmer zu retten hier. Was soll denn das? Angeblich stehe ich hier irgendwie auf Dreck. Oder auf Müll. Reinigen Sie die Verschmutzungen. Wo denn? Oder meint der die Lampe? Ist der Stuhl, den habe ich noch übersehen. Ach, kann der Stuhl hier noch? Ah, okay. Da liegt irgendwo noch Müll. Und da vorne, ja, das ist wahrscheinlich das Fenster und das ist hier auch. Okay. Dann muss hier noch irgendwo am Müll liegen. Schön versteckt wieder mal. Da denken die Flaschen, die finden die nicht, ne? Alter, die will eh wieder, dass ich das ganze Ding hier ausräume. Joop, Money! Alter, wollt ihr verarschen? Okay, das soll alles nicht weg. Wir erinnern uns. Gottes Willen! Oh. Ich möchte kein Geld auf diese Art und Weise verdienen. Das kann man ja öffnen und schließen. Cool. So, einmal hier so ganz geschwind, ne? Zack, Fenster sauber. So. Oh Gott, wieder Schreibtafeln. Ich sehe es jetzt schon. Streiche mit der Farbe Frühlingsgras und lachende Erdbeere und königliches Blau. Frühlingsgras. Lachende Erdbeere. Okay. Alles klar. Lachende Erdbeere. Jetzt kaufen. Wenn meine Chefin sagt, ich will lachende Erdbeeren an der Wand, dann kriegt die lachende Erdbeeren an die Wand. Eindeutig noch geringeren Verbrauch, weil, ey, das geht echt so schnell. Zack. Aber wer kommt auf die Idee, drei Farben in einem Zimmer zu verwenden, ey? Das kann doch auch nur eine gestörte Person werden, oder? Also es gibt bestimmte Kombinationen, die bestimmt geil ausschauen, aber
Das kann ich mir gerade absolut nicht vorstellen. Vor allem, dann überlässt sie mir auch noch das Malen. Das kann nicht gut werden. So. So. Dann haben wir das schon mal so gefärbt. Und dann, was war das anderes? Ein königliches Blau. Königliches Blau, da haben wir es doch. Jetzt kaufen, hier hinstellen. So. Machen wir jetzt alles nacheinander einfach gemütlich an. Zwei Wände für eine Farbe. Denke ich, ist gerecht. Auch wenn mich dann jede Farbe irgendwie hassen wird. So. Okay, das andere war Frühlingsgras. Ah, schön. Ein Frühlingsgras. Frühlingsgras, da haben wir es doch. Jetzt kaufen. Zack, Farbe ist drauf. Dann machen wir schnell das alles mal runter hier. So, jetzt ist die Wand schon fertig. Alter. Kinder finden das sicher cool. Ich würde durchdrehen bei so einem Zimmer. In jeder Richtung, ich sehe was anderes. Weißt du, schon abends liegst du im Bett, siehst noch blau, am nächsten Tag siehst du rot. So, okay, jetzt kann ich alles wieder verkaufen. Okay, und jetzt willst du, dass ich Schreibtafeln anbringe. Okay. Schreibtafeln. Tafeln, da haben wir es doch. Okay, ich kaufe mal viele. Ich weiß nicht, wie viel ich schon wieder will. Wie willst du, dass ich eine Schreibtafel anbringe? So, wir bringen mal direkt eine hier neben die Tür. Das sind die Tagesordnungen. Kindertisch. Kinder. Tisch, Mam. Kaufen viele. Das sind jetzt die Spiele-Ecken. So. Kinderstuhl. 8-mal. Kinderstuhl. Kaufen viele. So, das wird jetzt die coolen Ecke. Da sind, die haben hier die richtig geile Eingangstür. Türenbereich. Ne, die können jederzeit überall hin. Das sind so die Low-Bobs. Die sitzen da hinten so in der Ecke drin. Meditieren übers Leben. Was sie in der Zukunft machen wollen. Und ja. Was wollen die? Schmaler Vorhang. Schmaler Vorhang zum Einbauen. Ich hätte noch einen gebraucht, jetzt einkaufen. So wie ich sehe, muss ich die auch noch montieren. Ach du Scheiße, das ist witzig. Ganz viel Schrauben. Es geht eh wenigstens flott, ey, sonst würde ich eh eine Krise kriegen hier. Zack. Die dran. Oh, jetzt geht's ab bei mir gerade. Jetzt muss ich mal kurz dann. Also muss ich kurz mal kurz hier reingucken. Ich könnte gleich live dabei sein sogar. Okay, weiter geht's. Schrauben wir nochmal schnell die Gardine fest. Ritz. Sips. Ich schraube rein und jetzt geht's wieder zurück und weiter. Und jetzt noch die Vorhänge ran. So. 4-mal Teppich, grüne Blumen. Ja, das können wir gleich machen. Teppich. Grüne Blumen. Ich kaufe mal viele, weil ich weiß nicht, wie viel wollten die 4. Hier kommt einer hin, zu den coolen kommt einer. So einer und so einer. Doppelte Kommode. Gut. Doppelte. War das wieder die hier? Ich antworte nochmal schnell. Ab und zu. So.
So, jetzt tun wir die Kommode schnell hier in die Ecke rein. Zack. Bücherregal. Oh Gott. Das kann ja jeder nur das sein, oder? Wenn es nur eins gibt. Ach komm, das ist jetzt wie die Abtretung. Ich hasse Zimmer einrichten, ich schwör's. Ball. Mhm. Ich suche jetzt einfach mal Ball. Ball. Jetzt kaufen. Der Ball kommt hier drauf. Viermal Box mit Deckel. Box mit Deckel. Oh Gott. So, okay, die finde ich wenigstens einigermaßen annehmbar. Da kommt zwei hier drauf. Hier noch eine drauf und hier noch eine drauf. Esel. Alter, die hat aber auch geile Ideen. Esel. Oh Gott. Das ist süß, so putzig. Oh. So, okay. Kaninchen. Jetzt was noch? Ein Känguru, Kaninchen. Kommt jetzt in die Ecke rein. Dein Chaos kannst du schön selber aufräumen. So. Aber Leute, mit dem letztgemachten Zimmer würde ich sagen, war es für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und vergesst nicht, die Glocke zu drücken, damit ihr immer benachrichtigt werdet, wenn ich eine neue Folge hochlade. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!